Wie mischen Sie eigentlich die Farben? Wurde einst ein berühmter Maler gefragt. Mit dem Kopf war die Antwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Weltweit am Leben dran. Künstler sind schon ein besonderer Menschenschlag. Wir möchten Ihnen heute gleich mehrere Künstler vorstellen. Und die haben alle eins gemeinsam. Sie setzen ihre Kreativität für Gott ein. Sprühen für Jesus. Marcel Brettschneider steckte in der illegalen Graffiti-Szene und stieg aus. Keine überzuckerte Gefühlsoße. Stadtklangfluss setzt neue Trends. Inspirierende Webseiten. Kreativität kennt keine Grenzen. Alles nur Schrott, wie aus Waffen Kunst entsteht. Bilder, die berühren. Im Atelier von Cornelia Paczorke. Farbschmiererei oder Kunst? Kaum eine Ausdrucksform steht so in der Kritik wie Graffiti. Doch nach und nach rücken die gesprayten Schriftzüge aus der illegalen Schmuddelecke. Das unter Strafe gestellte Ärgernis an Brücken und Hauswänden hält jetzt ganz legal Einzug in Kunstgalerien. Graffiti ist eigentlich eine Subkultur, entstanden aus einem ganz eigenen Lebensgefühl. Darin aufgewachsen ist auch der Bielefelder Marcel Brettschneider. Er ist Mitbegründer des Vereins für Kunst- und Jugendkultur Art for Jesus. In dem Verein sollen Jugendliche auf kreative Weise den Glauben für sich entdecken. Heranwachsende für Gott gewinnen, das möchte Marcel Brettschneider aber auch mit seinen Graffitis selbst. Heute sprühe ich ja einen Schriftzug, der heißt Jesus changed my life. Also Jesus hat mein Leben verändert, weil es bei mir halt persönlich so gewesen ist in meiner Kindheit, dass da Gott eine lebensverändernde Maßnahme gestartet hat. Und seitdem bin ich Christ und kann einfach nur dankbar sein, dass Gott halt in mein Leben so reingekommen ist und das verändert hat. Ich war in meiner Kindheit im Kinderheim gewesen, weil meine richtige Mutter keine Zeit und hatte für mich und ihr Leben nicht organisiert bekommen hat. Deswegen hat der Staat damals das so organisiert, dass ein Kind ins Heim kommt. Und mit 5 Jahren wurde ich dann von meinen jetzigen Eltern adoptiert. So, und ich habe damals halt dann direkt danach quasi, bin ich ein paar Mal in Gottesdienst gegangen mit meinen Eltern so und wollte dann getauft werden, weil für mich damals schon klar war, das erzählt meine Mutter immer so, kann ich jetzt so zurückblickend sagen, dass mir damals schon klar war, dass das nichts Normales war, dass diese Lebensveränderung und dieses neue Leben geschenkt bekommen zu haben, war ich dann damals schon so dankbar, dass ich einfach gesagt habe, das kann nur von Gott sein und es kann nur durch Gott entstanden sein so und habe dann halt mein Leben einfach Gott anvertraut. Ja, das Wichtige beim Sprühen ist einfach auf die Geschwindigkeit zu achten, dass man nicht zu langsam sprüht, sonst fängt die Farbe an zu laufen und dass man auch auf den Abstand achtet zur Fläche, die man besprüht. Wenn man zu nah dran geht, zum Beispiel, dann fängt auch die Farbe an zu laufen, bilden sich so Farbnasen und wenn man so weit weghält, dann wird eigentlich nichts bunt. Deswegen muss man so gut so 10 bis 15 cm meistens Abstand halten. Dazu gekommen bin ich dadurch, dass ich irgendwann mal angefangen habe, kein Techno mehr zu hören und Hip-Hop gehört habe. Und dieser ganze Hip-Hop-Lifestyle, diese ganzen kreativen Dinge, die man da machen kann, haben mich irgendwie begeistert. Und bin dann halt quasi, es gibt ja Breakdance und Rappen und andere Sachen noch und bin dann bei Graffiti hängen geblieben, weil mich das so begeistert hat, so Sachen malen zu können. Hab dann in der Schule immer so fleißig Skizzen gemalt und Bilder gemalt und irgendwann dann mit den Kollegen dann angefangen zu sprühen. Das hat mich damals so begeistert, einfach aus grauen Wänden so bunte Sachen entstehen zu lassen und deswegen habe ich auch damit angefangen, weil mich das einfach so geflasht hat, da bunte Züge zu sehen oder Häuser zu sehen, die einfach bunt bemalt sind. Hier sieht man auch schon schön, wie Vorher-Nachher-Effekt, wie aus einer grauen Metallwand eine bunte Fläche werden kann, knallige Farben. Wir hatten dann so eine Graffiti-Crew und sind halt dann nachts losgezogen, haben uns quasi einen Wecker gestellt und sind dann halt an Autobahnbrücken oder an so Häuser, Hauswände, die wir dann mit unseren Künstlernamen verziert haben. Also erwischt worden sind wir nicht, aber es gab schon so ein paar brenzlige Situationen, wo wir auch mal die Polizei unterwegs gesehen haben, aber wir mussten noch nie flüchten oder irgendwie was wieder wegmachen.
Ich habe irgendwann gemerkt, so mit 16, dass ich irgendwie aus Glaubensgründen das nicht mehr machen kann. Also ich habe einfach gedacht, so, entweder ich mache das jetzt weiter und rede mir die ganze Zeit ein, dass Gott das gut findet, oder ich höre auf damit oder mache es irgendwie anders. Und habe dann halt entschieden, mich dafür entschieden, das nur noch legal zu machen. Und habe dann halt auch versucht, so meine eigenen Werte und meinen Glauben so in die Bilder mit einzubringen. Also nicht nur meinen eigenen Namen zu sprühen und da irgendwie groß rauszukommen, so, sondern einfach, dass es da auch um Inhaltliches geht. So. Es gibt legal auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu machen. In vielen Städten in Deutschland gibt es so Hall of Fames, so legale Sprühflächen, wo man halt dann hingehen kann einfach und seine vorgezeichneten Sachen dann an die Wand bringen kann. Graffiti ist für mich auf jeden Fall Kunst, weil es einfach Menschen die Möglichkeit bietet, sich auszudrücken. Also Kunst hat ja immer was damit zu tun, sich irgendwie ausdrücken zu können. Das, was man fühlt, was man denkt, was man anderen weitergeben will, irgendwie auf Papier zu bringen oder an Wände oder in Tanzbewegungen oder in Theatersachen und so inszenieren. Also Graffiti ist für mich auf jeden Fall Kunst. Ja, also es gibt natürlich schon Graffitis, die nicht schön anzuschauen sind, aber trotzdem drückt das ja eine Grundhaltung aus, die man irgendwie respektieren muss. Also wenn das jemand ranschreibt, dann oder fuck the system. Also wenn jemand auf System ja nicht so viel Wert legt oder das nicht das System ankreidet, so hat das auch was von Kunst, weil Kunst war auch immer schon so rebellisch und hat auch Sachen aufgedeckt, die halt andere Leute nicht gesagt haben. So. Bei dem, was ich mache, geht es auf jeden Fall eher darum, dass da was dabei rumkommt, also dass eine Message drin ist. So. Sondern einfach Leute auf Gott aufmerksam zu machen so, und darauf, was ich so mit Gott erlebt habe, so, was der bei mir in meinem Leben verändert hat und was er vielleicht bei anderen Leuten auch verändern will, um da einfach die Leute zu motivieren, ja, sich Gott anzuvertrauen, ihren Weg mit Gott zu starten. Natürlich muss es auch irgendwie gut aussehen, damit Leute da überhaupt hingucken. Also es darf nicht so aussehen, dass dann jemand wegguckt. Aber dass manche Künstler oder Sprayer, denke ich mal, legen auch mehr Wert darauf, dass es halt gut aussieht, dass da halt einfach wirklich alles perfekt und akkurat sitzt. So, wenn man die Übung hat und die Klasse dafür, dann ist das halt dann eine andere Prioritätensetzung.